Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Rollenspielfreunde und Freizeitstrategen da draußen. Hier zurück zu Disciples Liberation. Wir sind immer noch hier in den Landen des Imperiums oder in diesen, ja, Söldnerlanden und schauen uns gerade eben um. Reinald, das gebeugte Knie. Das wäre der Nächste, den wir hier ansprechen könnten. Na, schauen wir mal, was der uns zu sagen hat. Obwohl die alte Tempelstätte verlassen aussieht, sind Fenster und Türen fest verschlossen. Die Stunde der Bindung der Dreifaltigkeit naht, aber noch ist sie nicht gekommen. Okay. Das war also alles, was er mir zu sagen hat. Gut, dann schauen wir uns aber mal weiter um. Ne? Das Gute ist, die Welt bietet ja hier noch einen weiteren Weg. Hier könnten wir uns übrigens unser Leben auffrischen. Das sollten wir mal machen. Wie ihr seht, dann ist hier die Truppe wieder voll. Wo führt uns der Weg denn jetzt dahin? Ich gehe jetzt mal den Weg. Oh, da wäre übrigens die Gelegenheit, uns hier schon mal ein bisschen Holz zu verdienen. Holz liegt ja auch teilweise einfach so rum. Das kann man also einsammeln. Brauchen wir zum Bauen von Gebäuden. Wir können jetzt aber auch einfach hergehen und hier, ja, eine leichtere Schlacht vermeiden, weil, also das ist dieser I-Win-Button, von dem ich gesprochen habe, weil die so leicht sind, dass ich hier einfach draufklicken kann und damit automatisch gewinne, ohne Verluste das zu erleiden, wie ihr seht. Und jetzt hier Ressourcen, die ich jetzt hier generiere, 85 pro Stunde. Ich glaube, das ist sogar wirklich eine Echtzeitstunde. Das heißt, hin und wieder mal sollte man dann wieder zurück nach Ilien gehen und das Zeug einsammeln. So, Gold liegt hier auch rum. Hier oben scheint nochmal eine Burg zu sein. Ich folge jetzt aber trotzdem erstmal hier diesem Weg. Oh, und da steht nochmal jemand rum. Hier ist nochmal Eisen. Das ist eine größere Truppe. Das könnte ein bisschen anstrengender sein. Habe ich eigentlich inzwischen schon eine größere Macht? Tatsache, ihr seht, also ich kann jetzt hier mehr Truppen mitnehmen und das sollten wir jetzt auch tatsächlich tun. Also wir haben den ersten guten Grund, zurückzukehren und unsere Macht zu erweitern, also mehr Einheiten mitzunehmen. Ich werde deswegen jetzt hier mal weitere von den Elfen jetzt hier anheuern, zumindest mal eine. Und daher ich jetzt schon Level 2 bin, kann ich jetzt hier einfach für ganz, ganz wenig Kosten, wie ihr seht. Also ich kann sie auch direkt aufs Maximallevel bringen, dann seht ihr auch quasi, wie ihre Werte sich verändern. Ja, die jetzt hier auf Level 2 bringen, das machen wir jetzt hier auch mit allen, die wir haben. Dann sind die effizienter. Und das können wir mit all unseren Einheiten hier machen. Die leveln übrigens auch von alleine, also keine Sorge. Die würden auch ganz von alleine sich weiterentwickeln. Aber das würde halt länger dauern, ne? Also die brauchen dann halt einfach eine Weile, um entsprechend zu leveln. Und ich level jetzt halt einfach mal alle auf. So, dann gehen wir noch auf den Friedhof. Habe ich ja keine Einheiten geholt. Hier habe ich noch die eine Dämonin, die ich da am Start habe. Und jetzt gucken wir mal, wie ich jetzt meine Leute in meine Armee reinbringe. Also wir holen uns jetzt hier nochmal eine zweite davon, einen weiteren davon. Und mehr kriege ich jetzt gerade eben auch gar nicht rein. Ne? Also es sind, die kosten immer so 10, wie ihr seht. Den kriege ich nicht rein. Also egal, wie ich es drehe und wende. Ein weiterer Held ist nicht, aber ich lasse das jetzt erstmal so. Ich finde das eigentlich ganz passend. So, habe ich eigentlich nochmal irgendwie einen fertigen Fertigkeitspunkt? Ne, ich habe noch keinen Fertigkeitspunkt, aber ich habe eine bessere Waffe. Schwert der verlaufenden Wache macht 7 Lebenskraft und 7 Kraft. Und die hier würde noch mehr Stärke und noch mehr Kraft geben. Also ich würde Lebenspunkte verlieren, aber einfach mehr Kraft haben und dadurch mehr Damage machen, mehr Heilung, mehr von allem. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Ja, und nachdem wir jetzt hier damit schon durch sind, ne, kann ich euch gerade noch mal zeigen. Hier würden wir dann die Ressourcen sammeln. Einfach dann hier auf Sammeln klicken. Dann habe ich jetzt hier diese 11 Holz angesammelt, weil das Holz wird nicht automatisch hierher geliefert. Also ich muss hier draufklicken, damit das Material von all diesen verschiedenen Minen, nennen wir es jetzt einfach mal ganz neutral Minen, überall auf der Welt zu mir geliefert wird, wohlgemerkt. Ne? Und ihr seht hier, ne, momentan habe ich jetzt eine von möglichen dreien. So, wir können auch Fertigkeiten neu zuweisen, machen wir jetzt aber nicht. Zauber erforschen. Gucke ich gerade eh mal. Ne, hat sich, glaube ich, nichts getan. Dann können wir wieder zurückkehren. Und dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, diese Armee hier zu schlagen, die jetzt hier auf einmal nicht mehr ganz so mächtig wirkt. Im direkten Vergleich zu unserer. Aber wir müssen es trotzdem noch kämpfen. So. Die campen da hinten rum.
Ich würde mal sagen, er tarnt sich jetzt hier gleich schon mal. Ich mach das schon, Avi. Als allererste Aktion, weil ich glaube, das wird eine Weile dauern, bis die hier um die Ecke kommen. Genau, aber du versteckst dich jetzt einfach mal hier. Du wartest, Avi. Genauso auch wie unser Schildträger hier wartet. Wir halten hier die Stellung. Setze den Feind unter Druck. Und der hat sich hier gerade eben schon mal was geholt. Ich weiß allerdings gerade eben nicht, was das ist. Ich muss nochmal gucken. Was sind das hier? Stärke. Oh, Stärke ist unangenehm. Das kann nämlich wehtun. Ich habe vor, die Stärke eventuell mit den anderen noch einzusammeln. Aber jetzt ballern wir denen hier erstmal eine von Latz. Ja, ihr seht, viel Schaden machen wir da nicht, ne? Das hängt halt so ein bisschen von der Menge ab. An Gegnern, an Damage, die wir quasi in kurzer Zeit hinbekommen. So, die heilt ihn, wie ihr seht, mit so einem komischen Heilstrahl. Auf in den Kampf. Und die buffen sich jetzt hier quasi bis unter die Hutschnur zu. So, du holst jetzt hier erstmal hier diese Stärke. Und kannst danach sogar hier wieder runterlaufen, um in der nächsten Runde ihn hier direkt in die Zange zu nehmen. Du holst dir hier diese Stärke. Und damit sind wir jetzt hier auch gleich schon wieder dran. Runde 2. Ja, du holst ja ihn. Können wir ihn direkt schon mal in die Zange nehmen. Attacke. Das wird schmerzhaft. Für die Ehre. Er kam zum Glück nicht ran. Hm, es gibt noch niemanden, den ich heilen muss. Also schieße ich auf ihn. Ich will ihn ja loswerden. Jetzt kannst du ihn in die Zange nehmen. Zangenbonus. Reicht leider nicht, um ihn zu killen, aber wir haben jetzt zum Glück die Wache jetzt hier noch. Den Soldaten. Wir werden siegen. Der hier vielleicht den Killshot setzt. Wir können aber auch diesen Schildschlag machen. Der Schildschlag, selbst wenn er dann quasi jetzt überleben würde, würde er Initiative beim nächsten Kampf verlieren und ja, Trefferchance. Wir halten hier die Stellung. Aber das war nicht mehr nötig. Imperium. Der ist down. Setze den Feind unter Druck. In der Offensive. So, der nächste, der sich jetzt hier freiwillig, so wie es aussieht, in eine ungünstige Position begibt, ist er hier. Ich heile hier meinen Kollegen. Und sie verschwendet jetzt ihre Aktion, um Schaden zu machen. Hätte vielleicht mal verzögern sollen. Schmerz wird dein Lohn sein. Autsch. So, wir sind wieder dran. Nehmen den jetzt hier in die Zange. Spür das Gift. Boah, der war sogar ein Crit, würde ich mal behaupten. Das schreit nach Crit. Ja, komm, ich mach noch mal eine Heilung. Dann kannst du hier noch hingehen, ihm wehtun. Du bist erledigt. Und du beendest jetzt hoffentlich seine Existenz. Ich kapituliere niemals. Sehr gut. Ja, ansonsten heilst du dich nochmal hier ganz kurz auf den Rundenende. Move. Gehe in die Offensive. Jetzt fahren wir sie so nach und nach runter mit ihren Nahkämpfern. So, Turn beenden. Wieder keine Heilung. Vielleicht hat sie auch Abklingzeit drauf. Also dieser AOE ist schon echt unangenehm, möchte ich mal sagen. Wir haben jetzt gerade eben einen üblen Treff auf Avi kassiert. Auweia. Ich nehme diesen Weg. Spür den Biss meiner Klinge. Also wenn es so weitergeht, muss ich bei Avi wirklich nochmal irgendwie eine Heilung irgendwie sprechen. Wehre den Feind ab. Ja, okay. Wir ballern ihn jetzt erstmal hier runter. Vielleicht kriegen wir ihn ja down. Ah, nee, ich muss mit Avi heilen. Geht nicht anders. Damit hat sie jetzt noch die Regeneration am Start. Ich kapituliere niemals. In der Offensive. Er rennt nicht weg. Das war gut. Das heißt, wir kriegen ihn auf jeden Fall. Aber es ist ein langsames Heruntergrinden. Na, ihr seht, die können schon Damage machen. Auf in den Kampf. Und dann will man gar nicht wissen, was abgeht, wenn ja, die Gegner noch mehr Level haben. Spür das Gift. Da hast du nämlich dann nichts mehr zu lachen. Spür das Gift.
So, er hat sich getarnt. Du heilst dich mal hoch. Du wirst noch mehr geheilt. So, lala. Der Soldat macht jetzt hier schon mal Druck. Ich kapituliere niemals. Wehre den Feind ab. Sie kommt da leider noch an nichts ran. Man kann übrigens nicht über solche Hindernisse hinwegschießen. Ne? Also wenn ihr jetzt hier mit einem Fernkämpfer stehen würdet und hier würde der Gegner stehen, ihr würdet nicht drüber schießen können mit diesen Zaubern. Das würde nicht gehen. Ja, die hat sich jetzt hier in die Ecke begeben. Wir sind sein fleischgewordener Zorn. Ey, wie er halt einfach da reinhält, ne? Ich hasse es. Ich hasse es wirklich, weil es halt die Tarnung kaputt gemacht hat. Ich bin der Meinung, wir machen sie jetzt weg, weil sie dürfte leicht sein. Und wenn sie da nicht rauskommt, umso mehr. So, jetzt ist sie nämlich hier gefangen. Und kann nicht entkommen. Du setzt Setze den Feind unter Druck. Ihn da fest. Nein, nee, das bringt nichts. Diese Fähigkeit kann nur funktionieren, wenn er weniger als 50% seiner Lebenspunkte hat. Zermürb den Feind. Okay. Du kommst hier an immer noch nichts ran. Warte mal, dich überspringe ich. Du kannst später noch agieren. Dann gehst du dahin. Und heilst. Ja, sie. So, die heilt sich selbst. Der Kampf wird also ein bisschen ätzender als notwendig. Für den hohen Vater. Aber ich könnte jetzt natürlich ihn angreifen, aber das Problem ist, dann würde sie ihn halt die ganze Zeit hochheilen. Ne? Das führt halt auf Dauer auch zu nichts. So. Zweimal angreifen, dann hat die wahrscheinlich nichts mehr zu lachen. Das wird schmerzhaft. Einmal. Ich zweimal. Leider heilt sie sich. Einmal zuschlagen. Dann gehe ich mit ihr aber tatsächlich hier weg, dass er noch zuschlagen kann. Autsch. Wir werden siegen. Zermürb den Feind. Jetzt ist sie verwirrt und kommt später dran. Hier die Stellung. Jetzt heilst du ihn. Und mehr kannst du gerade nicht tun. Bäm. Brenne. Für die Ehre. So, so drollig, wenn ausgerechnet die Typen von Ehre sprechen. Spür das Gift. Wer sich mit so, Avi anlegt, wir haben es geschafft, den hier auszuschalten. Oder sie aber auszuschalten. Gern. Jetzt versuche ich, ihn irgendwie in die Zange zu bekommen, was aber ein schwieriges Unterfangen sein dürfte. Mhm. Na komm, stell mich einfach auch hier in den Weg, damit er nicht einfach abhauen kann. Du gehst jetzt hier hin, Zangenmanöver. Wird ja auch mal Zeit, dass wir den Typen jetzt hier mal beenden, ne? Durchbreche die Linie. In der Offensive. Egal wo er jetzt hingeht, er wird es nicht leicht haben. Er muss irgendwo dann hier rumstehen. Du wagst es, meinen Zorn heraufzubeschwören. Ich gehe. Jetzt ist er in der Ecke. Wunderbar. Ich nehme diesen Weg. So, Weg abgeschnitten. Und jetzt noch eine Attacke und dann ist vorbei. Jetzt stirbst du. Boah. Ja, also, der Kampf war schon mal zäher, ne? Und die Kämpfe werden noch größer. Aber wenn wir Glück haben, haben wir jetzt hier gut Punkte gemacht und werden demnächst den einen oder anderen Kampf überstehen können. Einfach mal so, also einfach so mit ja, dem I-Win-Button. So, hier gibt es ein Feldplattenpanzer. Ein paar schöne Items hier gerade eben bekommen. Schauen wir mal, was wir jetzt hier bekommen haben. Also hier, momentan haben wir eine Rüstung, die uns 2 Konstitutionen und 6 Lebenspunkte bringt. 2 Konstitutionen und 3 Stärke. Ich nehme die Stärke. Finde ich besser.
Ach nee, warte mal. Ach, ah. Ja, doch. Finde ich besser. Mehr Stärke finde ich besser. Und jetzt gehen wir mal nochmal ganz, ganz kurz zum Heilbrunnen. Damit die Truppe hier wieder am Start ist. Ich glaube auch, dass wir das regelmäßig mal machen können. Also ihr seht, jetzt ist er mal wieder leer. Aber ich glaube, der füllt sich wieder auf. So, gehen wir mal da hoch. Was finden wir hier? Hier scheint eine Schlacht stattgefunden zu haben. Das schaffen wir noch nicht. Und da ist ein Rebell. Mit dem können wir sprechen. Du näherst dich gerade dem offenbar verlassenen Lager, als du hinter dir ein Rascheln hörst. Hinter einem Felsvorsprung tritt ein Mann hervor. Unsere Pfeile sind auf deinen Kopf gerichtet. Kehr um oder stirb. Mein Name ist Aviana. Ich komme vom Hof des Eudes. Wir kennen den Mann. Was willst du hier? Ihr seid Diebe, die sich als Rebellen ausgeben. Das endet jetzt. Ich sage auf Krawall gebürstet, ne? Keine Diplomatie. Überraschenderweise tritt ein weiterer Dieb hervor und dann noch einer. Und dann noch einer und... Ja, okay, so überraschend ist es jetzt dann doch nicht. Aber ihr seht, es sind nur Nahkämpfer. Die haben keine Chance. So, erstmal werden wir wieder schön hochgebracht. Oh, das sind übrigens wahrscheinlich hier so Debuffs. Ich glaube, Verwirrung oder sowas könnte das auslösen. Sollten wir nicht durchgehen. Ja, oder geschwächt, wie dem auch sei. So, ich überspringe jetzt hier erstmal alle. Ich will, dass die jetzt erstmal näher kommen, weil die können gar nichts machen. Gerade eben gegen uns. Durchbreche die Linie. Die müssen jetzt erstmal hier in unsere Richtung überhaupt kommen. Wir werden siegen. Durchbreche die Linie. Gehe in die Offensive. Das sehe ich, dass ihr das tut. Okay, du tarnst dich jetzt hier schon mal. Spür den Biss der Schlange. Momentan kann ich hier noch nichts tun, aber wisst ihr, was ich tun kann? Ich kann vielleicht dafür sorgen, dass die hier durchlaufen, wenn sie dran sind. Ich gehe mal dahin und blockiere diesen Weg. Mit Aviana gehe ich dahin. Und dann dahin. Brücke aus. Und mit dir gehe ich dahin. Setze den Feind unter Druck. Bin gespannt, was der Feind macht. Ihr bewegt euch darunter. Und du dahin. Okay, du wirst jetzt hier erstmal wieder zögern. Du auch. Wobei, man könnte auch mal einen Zauber sprechen, ne? Wort der Macht, des göttlichen Macht, Schwächeblitz. Na, nee, ich warte tatsächlich. Ich warte, bis ich irgendwelche Aktionen durchführe. Ich kapituliere niemals. So, was haben die jetzt vor? Ehre. Ja, die werden eine Linie bilden, ne? Durchbreche die Linie. Ich kapituliere niemals. Es läuft also original gar nicht, wie ich mir das Gehe gewünscht habe. Schlecht. Halten wir mal fest. Schlecht. Aber wir können jetzt den hier rausballern. Das habe ich jetzt auch vor zu tun. Dann haben wir hier den Durchbruch geschaffen, den ich haben will. Spür den Biss der Schlange. Einmal. Und zweimal. Ah, er lebt noch, verdammte Axt. Du gehörst mir. Begegne deinem Schicksal. So, und jetzt nehmen wir den hier schon mal in die Zange. Du kannst den hier schlagen. Wir halten hier die Stellung. Und die Runde beenden. Wehre den Feind ab. So, das waren ihre Aktionen. Jetzt sind wir dran. Und das ist damit jetzt ja auch wiederum sein Ende. Das wird schmerzhaft. Ich mach das schon, Avi. Das sehe ich. In der Offensive. Runde beenden. Zermürb den Feind. Ah, jetzt war der vor mir dran. Jetzt möchte ich gerne sie mal heilen, aber dafür muss ich deutlich näher ran. Okay, ich habe ihn gekillt. Gut. Schnell.
Jetzt ist er wiederum in der Zange. Wir halten hier die Stellung. In der Offensive. Mhm. Du heilst jetzt auch. Und ansonsten bleibst du hier stehen. In der nächsten Runde können die jetzt hier quer so hochschießen, die Mädels. Deswegen gehe ich mit ihm dahin. Das wird schmerzhaft. Du kannst ihm jetzt hier mal den Schildschlag verpassen. Der ist jetzt verwirrt. Runde beenden. Zermürbt den Feind. So, und jetzt... verdammt. Ich kapituliere niemals. Ich will euch das mal zeigen, deswegen verzögere ich jetzt absichtlich jetzt mal, weil ich gewinne ja hier gerade eh. So, sie geht jetzt dahin und ballert jetzt da hoch. Das ist das, was ich zeigen wollte. Dass man hier wunderbar so in der Linie schießen kann. Die alten Wege müssen sterben. So, jetzt ist der auch in der Zange. Und du machst jetzt hier weiter. Also Nahkämpfer selber sind eher so als Supportklasse zu sehen. Ich habe bis jetzt wenig Nahkämpfer erlebt, die richtig übel drauf sind. Es gibt sie, aber selten. Zermürbt den Feind. Aber es ist sowieso eine Level 1 Einheit, von daher darf man sich auch nicht wundern, ne? Du bist erledigt. Okay, sie hat ihn weggekrittet. Was nicht meine Absicht war. So, wir sehen übrigens auch, ne, unser Aussehen verändert sich permanent, wenn wir eine neue Rüstung tragen. Wir sollten zu den Feldern zurückkehren und Eudes berichten, was passiert ist. So, ich habe die jetzt hier weggehauen, wie ihr seht, und habe dadurch jetzt auch die Möglichkeit, weiter durchzulaufen. Das hier schaffe ich wohl noch nicht. Da ist Enk wohl ein Drache oder was? Mit dem reden wir auch gleich noch, aber vorher hole ich mir so ein bisschen Eisen. Komm, wir reden mal mit dem. Irgendwie ist es trotz der gewaltigen, schlummernden Masse vor dir mucksmäuschenstill. Nicht einmal der Wind weht. Bis du von irgendwoher tief in dir eine Stimme hörst. Weg, Enk, auf. Entsetzt gehst du einen Schritt zurück. Du kehrst zu gewaltigen, schlafenden Drachen zurück. Er bewegt sich nicht, aber seine Stimme hallt in deinem Kopf wieder. Weg, Enk, auf. Okay. Also, ich muss wohl einen Weg finden, den Drachen zu wecken. Vielleicht geht das damit, wenn ich die Glocke läute oder so. Da war ja so eine fette Glocke irgendwo. Aber mit der kann ich noch nicht interagieren. So, der Brunnen ist übrigens wieder voll. Und wir schließen jetzt hier unsere Quest ab, denn Eudes scheint tot zu sein. Inmitten der ruhigen Wogen der Felder und der stillen Brise siehst du sie. Eine Blutspur. Eudes? Eudes! Du öffnest die Tür des Bauernhauses und findest die verstümmelten Überreste von Eudes. An der Wand steht in Rot Rebellion geschrieben. Dann hörst du hinter dir Schritte. Als du dich umdrehst, erkennst du einen hastig geplanten Hinterhalt. Betrachte das als Rache. Kein Eintreiber, zu dem er laufen kann. Als Verteidigung nur eine alte, rostige Klinge. Ihn zu töten war einfach. Das ist das Töten immer. Komm, ich zeig's dir. Oh, was für ein Angeber, ey. Was für unsympathische Trottelfische. Oh, die kennen ja nicht, die Hexenjägerin. Die habe ich noch nie gesehen. Gut, jetzt machen wir halt wieder weg. Oh, wir werden von allen Seiten sowieso ausgegriffen. Ja gut, es ist ein Hinterhalt. Darf einen nicht wundern. Und die sind sehr, sehr früh dran, wie ich sehe. Also erstmal tarne ich mich jetzt hier. Ich mach das schon, Avi. Und gehe schon mal... Ich muss aufpassen, dass ich dann nicht versehentlich durch das Feuer laufe, ne? Ich nehme diesen Weg. Gut. Der hohe Vater offenbart alles. Ja, der hat sich jetzt hier brennen geholt. Aufgenommen. Das bedeutet, ich kann einen Dämon beschwören. Das kann ich ja normalerweise sonst nicht. Ja komm, ich mach das mal. Her mit dem Dämon.
Decidus Heulentod. Der ist nämlich jetzt plötzlich da und wird uns jetzt helfen im Kampf. Zum Beispiel mit einem vergifteten Pfeil. Oder einem ganz normalen Bogenschuss. Ich nehme jetzt allerdings den vergifteten Pfeil. Der wird auch nicht lange leben, ne? Der ist nur ein paar Runden da. Aber der kann schon was, der kleine Bursche. Zermürb den Feind. Ah, dammit, verfehlt. In der Offensive. Ich zeichne dich mit seinen Worten. Heute ist ein guter Tag zum Kämpfen. Die Paladine sind übrigens schon höherstufigere Einheiten, ne? Durchbreche die Linie. Ich bin jetzt selber übrigens jetzt in die Zange genommen worden von mehreren Einheiten. Dinge, die ich nicht gut finde. Ja, ansonsten bleibst du hier mal stehen. Du nimmst jetzt denen noch in die Zange. Und schießt mal drauf. So, da ist jetzt der erste Zangenmove, der jetzt ihn hoffentlich zum Verhängnis wird. Ich mach das schon, Avi. Ja, also. Du schießt jetzt auf den da, dann ist der weg. Dann ist nämlich jetzt hier auch die Zange gelöst. Kannst hier nachrücken. Du gehst da oben hin, nimmst den Pala jetzt hier in die Zange. Naja, noch ist es nicht. Aber gleich. Gehe in die Offensive. In der Offensive. Der bekommt schon deutlich weniger Damage, beziehungsweise er hält viel mehr aus. Ich muss halt aufpassen, dass die mir jetzt hier nicht wegsterben. Ne? Zermürb den Feind. Der Pala ist dran. Ich zeichne dich mit seinen Kann halt echt zweimal angreifen, ne, der Mistkerl. Wir halten hier die Stellung. Das macht den mega stark. So, ihr heilt euch gegenseitig. Dass ihr mir hier nicht wegsterbt. Noch sieht man mich? Ja, das wird auch jetzt kurz mal noch so bleiben, dass man dich sieht. Zermürb den Feind. Ich will jetzt den Pala loswerden, ne? Der ist hier gerade eben so für mich das größte Problem. Deswegen konzentriere ich mich jetzt mal so ein bisschen auf ihn. Zack. So langsam aber sicher kriege ich einen Down. Bewegungsunfähig, das ist mal mies. Oh, ich wurde glaube ich getauntet, deswegen kann ich selber nicht entscheiden, was ich tue. Wir halten hier die Stellung. Aber der Pala hat es gleich hinter sich. Wir halten hier die Leider Stellung. Kommt der wohl aber vorher noch mal dran. Vater, führe meine Klinge. Heute stirbst du. Ja, ich glaube, er redet mit sich selbst. Bin ich ganz schnell davon überzeugt. Wer sich mit Avi anlegt, kriegt's mit mir zu tun. Ja, nächster Angriff jetzt auf dich. Spür den Biss meiner Klinge. Dann schießt du jetzt auch noch auf den da. Autsch. Schnell. So, wieder die Zange. Er kann sich halt nicht bewegen, ne? Zermürb den Feind. Ich kapituliere niemals. Dann können wir noch mit der Heilung sprechen. Du gehst dahin. Runde 5. Und jetzt mach ihn weg, komm. Ich mach das schon, Avi. Na also. Bereue später, handle jetzt. Das wird schmerzhaft. Ich will ihn jetzt hier in die Zange genommen haben. Ich kann nochmal ein Gift setzen. Ah, nee, kann ich nicht. Warum kann ich das nicht? Ah, weil er zu nah dran ist. Ah, das wusste ich noch nicht. Und jetzt ist er tot. Nein, er ist tot. Der arme Kleine. Wehre den Feind ab. So, Verwirrung gesetzt. Gleich haben wir gewonnen. Ich kapituliere niemals. Und da hat er mit seiner letzten Attacke sogar noch nicht mal getroffen, weil ich ihn verwirrt habe.
Das reduziert halt einfach seine Trefferchance. Du heilst sie noch. Dann schläge ihn um. Und wir haben gewonnen. Wer sich mit Avi anlegt, kriegt's mit mir zu tun. So, das war ein härterer Kampf. Deswegen gab es auch 150 XP. So Questabschluss, sage ich jetzt mal, ne? Okay, diese Rebellen sind ausgebildet im schmutzigen Kämpfen. Die Weiten waren schon immer ein rauer Ort. Aber ja, das hier ist äußerst übel. So, damit haben wir es geschafft, hier nochmal eine ordentliche Menge an XP zu bekommen. Nochmal einen weiteren Fertigkeitspunkt, weil wir ein Level-Up bekommen haben. Diese Quest haben wir abgeschlossen. Und nochmal ein paar Items, wie ich gerade sehe. Ne? Unseren ersten Gefühlssplitter, der unseren körperlichen Widerstand um 5% erhöht. Das ist sehr, sehr cool. Also wir bekommen jetzt weniger Nahkampfschaden, körperlichen Schaden. Dann haben wir noch die Möglichkeit, ein besseres Schwert zu nehmen. Bis jetzt haben wir nur Stärke und Kraft. Das hier würde Geschicklichkeit und Kraft bringen. Das alte Zeremonienschwert. Geschicklichkeit. Muss ich gerade immer mal gucken. Was machst du nochmal? Erhöht insgesamt die kritische Trefferchance. Stärke. Erhöht insgesamt göttlichen Widerstand und körperlichen Widerstand. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich denke, dass ich die andere Waffe ihm gebe, oder? Attentäter-Zwilling soll hier. Geschicklichkeit 1, Kraft 7. Ja, das ist für ihn ein Upgrade, das ich gut finde. Übrigens, ne, wir könnten ihm sowas auch geben, aber ich habe leider nichts. Vielleicht habe ich beim nächsten Mal ein bisschen was, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Heile mich hier gerade eben nochmal, der wurde wieder aufgefrischt. Ist ja hier alles irgendwie über Zeit getriggert. Beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.